So, dann wollen wir noch mal sehen, was uns jetzt erwartet. Gucken, was uns jetzt hier erwartet. Bist du... Ah, guck mal. Das war ja easy. Perfekt. Genau die Tech, die ich haben wollte. Danke. Gerne. 22. Mal sehen, vielleicht können wir noch was verkloppen hier. Qualität. Qualität, Typ. Haben wir hier noch irgendwas? Was interessant wäre hier. Kugelsichere Arasaka. Weg. Camouflage. Kann weg. Ja, hier. Alles, komm. Ja, ja, komm. Weg mit dem Krempel. Das Zeug werden wir sowieso hier irgendwie nie benutzen. Ist das hier Blendgranate? Alles Müll. Audioschock. Okay. Synapsen-Burnout. Tödlich. Cyberwehr stören. Ich muss mal echt mal was anbauen, ne? Kurzschluss. 30. Ist nicht so viel. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. So was mit Knarren. Okay, da hier die Ciao. Smart Ziele von. Okay, die ist besser als das hier. Crusher, Hashimura, Ajax, alles klar. Okay. Neue Nachricht, Regina Jones. Schon wieder ein Auto. Ich will keine Autos kaufen. Was soll ich denn damit, ey? Wir werden mal ganz kurz umbauen. Hier die Waffe ändern. In die hier. Wo ist sie denn? In die Ciao. Die macht mehr Power. Hat sogar noch einen Modplatz frei. Da können wir was reinpacken. Passiver. Kritischen Zahn um 6%. Besser als nix. Sag ich mal. Yeah, Mann. Sieht sogar ganz optisch gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, dann gehen wir mal zu unserer Karre. Und packen. Wo ist er denn hier? Die hier rein. So. Sind wir, glaube ich, ganz gut gerüstet. Die Grad, Sturmgewehr. Präzisionsgewehr. Okay. Ich glaube, das sollte erstmal genügen. Jetzt gucken wir mal. Noch ein paar Aufträge haben. Irgendwas Interessantes. Bedrohung sehr hoch. Sprich mit den Zwillingen. Zahle die Schulden bei Victor. Wie viel war denn das? Eine Frage, wie viel waren das? Psychokiller? Na gut, wir können ja mal einen Psychokiller hier verfolgen. Finde und neutralisiere Psycho... Cyberpsychos. Okay. Okay, 0 von 17. Zeigt uns nicht an. Riders on the Storm. Panem. Herales. Wiesenie. Besser spät als nie. Victor. Kabuki. Sprich mit den... Ach, das ist mit dieser Klopperei. Beast in Me. Okay, wir gehen mal zu Judy hier. Komm, was soll's. Ist noch nicht weit. Da können wir zu Fuß hin eiern.
Da gehen wir noch glatt mal zu Fuß hin. Eppala, komm aus dem Weg. Das ist echt, ganz ehrlich, ich möchte hier nicht unbedingt wohnen. Streifenpolizist, okay. Ich will keinen Ärger mit euch. Aber irgendwas ist hier doch. Zivilist. Hier ist doch irgendwas. Schon komisch. Was ist denn los? Alter, ey. Über diese Porno-Werbung. Das 200 Meter, jetzt komm, direkt auf dem Weg dorthin. Hat sich irgendwie nicht gesund angehört. Mein Gott, ist das alles verwinkelt hier, ey. Himmel, Arsch und Zwirn. Echt alles komplett verwinkelt. Ich hätte doch lieber die Karre nehmen sollen, ganz ehrlich. Na gut. Sind wir mal da. Der ist eine Etage höher. Na? Ja, dann mach mal auf hier. Achso, ich muss klingeln. Ich bin im Bad. Okay, ich bin da. Oh, oh, oh. Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts an. Halt dein Maul. Ich war nur eine Stunde weg. Oh mein Gott. Hast du den Puls gecheckt? Sie ist tot. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, er lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Nee, du hast keine Schuld. Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey, du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden. Mit Sicherheit. Übel. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich ruf die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Mhm. Echt übel. Ja, in der Badewanne. Nein, heute! Was ist an dem Boot tot so unverständlich? Unglaublich.
Okay. Sie sind weg. Aber du hast doch keine Schuld. Lass sie doch nicht verhaften deswegen. Meinten, ich soll sie bis morgen auf Eis legen? Nicht zu fassen, oder? Irgendwie ist die Stimme komisch. Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch und seine Leiche aussieht. Das ist auch echt auch ganz geil, ganz ehrlich. Ne, spricht mit mir, hat fetten Hall drin, als ob sie noch im Badezimmer wäre, also wieder einen Bug gefunden, also CD-Projekt Red, ey, ganz ehrlich. Bitte. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie man das so machen kann. Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur ein. Nee, eigentlich nicht. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Also behalt es. Kannst du aber haben. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Rauchen ist ungesund, Mädel. Tolles Feuer. Oh Mann. Cool, Audio fehlt. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Jawohl, Audio fehlt. Das ist so toll, ey. CD Projekt Red, ganz ehrlich, ey. Ne? Das ist so echt nicht euer Ernst. Ey, wie kann man das so rausknüppeln, ne? Ey. Alter Mann, oh Mann, oh Mann. Fällt mir fast nichts so ein, ne? Das ist schon echt erbärmlich, ganz ehrlich. Also so hätte ich das Spiel nicht rausgebracht. Wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Tja. Tolles Audio, was er hat, ne? Ganz klasse. Zum Beispiel? Gut, dass es Untertitel gibt, sonst würde man nämlich nicht mehr wissen, was Faktum Sicher, ist. Dass du nichts brauchst? Na gut. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay? Ah, ganz, ganz klasse. Na gut, dann mal ab hier. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht auch noch irgendwas antut. Da stehst du immer noch rum hier. So, Mission abgeschlossen, Level up, yay, Vorteilspunkt. Schön. Okay, dann können wir vielleicht mal was in Konstitution packen. Data Mining, fast drin. Massenverwundbarkeit. Quick Hacks.
Bloodwear, Quick Hexe und 10% mehr Schaden. Biosynergie. Okay, vergiss man nicht. Ist nett. Ich gehe mal auf die Technik weiter ein. Was ist das hier? Upgrade-Effizienz. 10% davon kostenloses Item-Upgrade. Oh, geil. Es wäre Licht. Kostenoptimierung. Und was ist bei Techie? Was haben wir hier? Tesla. Mechplünderung. Blitzschlag, Sprengschutz, Durchladen. Knarrengeflüster, vollgeladene Techwaffen schießen nicht mehr automatisch. Isolierung. Techwaffen, Mechplünderung, okay, mehr Wumms. Überladung. 50% mehr Tech-Schaden, das ist schon nicht schlecht. Aber was haben wir hier? Außer 70%. Eine Ausdauer, okay. Wahrer Schneid, 10%. Ich guck gerade mal ein bisschen durch. Schrotflinten, Straßenschläger, was haben wir da? Unerbittlich. Okay, Fels in der Brandung. Stumpfen Waffen. Ist ja jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so, was mich jetzt wegholt. Was ist das hier? Coolness. Schleiß, Tomahawk. Hidden Dragon. Okay. Halt. Da war ja noch was. Kampfmaschine. Haben wir hier. Alle Resistenten um 2,5 pro Stack Kampfmaschine. Okay, also insgesamt 5%. 2% Armor aus Stahl. Verringert den Waffenrückstand um 2,5 pro Stack. Selbstreparatur. Nett. Und was haben wir bei Intelligenz, Reach-Protokoll. Quick Hacks. Zweifache. Das hier ist zu hacken. Biosynergie. Reach-Dauer. Ja, ist gerade schwierig. Ich glaube, das mit den Netrunnern ist gar nicht so verkehrt hier, aber das hier ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. So, und dann Journal. Cinnamon, Bill Jablonski. Nehmen wir das jetzt mit. Nebenmission. Egal. So, ich hätte gerne den den hätte ich gerne. Da kommt er. Versuchen wir noch ein bisschen Geld ranzuholen, damit wir dann unseren Kumpel da auszahlen können. Hört man das? Na, ist jetzt gut? Immer ganz cool da. So, wir gucken mal, ob wir irgendwo einen Weg finden. Alter, die Karre geht ab, ey. Boah, Alter, so heftig. Das ist eine Kampfsau, ey, ganz ehrlich. Das ist eine richtige Kampfsau. Richtige Kampfsau, also die geht richtig ab, die hat
extrem schwierig zu kontrollieren. Alter, was ist das? Das ist aber auch eine Kampfsau. Heckantrieb. Echt übel. Halt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir nehmen den hier. Das ist mir ein bisschen zu wild jetzt gerade. Ziel auswählen. So, lass mal gucken. Hier sind wir. Da unten müssen wir irgendwo hin. Dann können wir doch direkt dahin springen. Nehmen wir das so. Dann passt das. So. Wie? Ich hab was für dich. Meinem Kunden wurde massig Betasäure geklaut. Du fragst dich, was das ist? Keine Ahnung. Aber sie ist ein Haufen Eddies wert und der Kunde will sie zurück. Das übernimmst du. Halt die Waffe bereit, okay? Infos anbei. Na gut. Alles klar, neue Info. Betasäure. Auftrag, Rückholaktion. Okay, also wir werden andauernd vollgeschissen, was unsere Aufträge angeht. Also, erledigst du einen, hast du auch gleich zwei auf der Backe. Da wären wir. Jetzt einfach abwarten. Mhm. Etwas später. Hallöchen. Hm? Bill Jablonski? Mhm. Hat Okada dir schon alles gesagt? Nein, sie ist nicht gerade ins Detail gegangen. Joshua Stevenson. Wir beide werden diesem scheiß Mörder geben, was er verdient. Ich erzähl's dir gleich. Steig ein. Du fährst. Okay, dann schweb du mal. Alter, ey, diese Macken, ey, ganz ehrlich, ne? Nette Karre. Ja, schweb du mal, ist okay. Alter, wir sollen diese Straße entlang kommen. Wir warten einfach, bis sie da sind und folgen ihnen. Ich will sehen, wie das Licht in den Augen dieses Wichsers ausgeht. Wow, mhm. Wieso? Damit er seine Angst spürt, bevor er krepiert. Okay, der Plan klingt ziemlich unausgereift. Das gefällt mir nicht. Was soll das bitte heißen? Es geht erstens besser. Exekutiert man niemanden auf offener Straße. Und zweitens könnten sie entkommen. Du verstehst nicht. Ich gebe mein ganzes Gespartes dafür her. Das sind sie! Gib Gas! Wow. Der ist aber etwas dunkler, 50 Meter. Bleib dran! Lass ihn nicht entkommen! Ja, ja, ja. Ich mach ja schon. Ein Streifenwagen, auch das noch. Achtung! Alter, ein halber Panzer hier, ganz ehrlich. Fällt mir nicht, dass das ein Streifenwagen ist. Fällt mir gar nicht. Halt an ihm dran! Ja, 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 komm. Ah, jetzt ist wieder hell, also das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, Eli!
Oh, komm. Alter, diese Karre, ey. Furchtbar zu steuern. Ganz furchtbar zu steuern. Albtraum, ey. Halt das scheiß Auto an! Fuck! Bremsen! Bremsen! Warum? Das ist es. Los jetzt! Hä? Okay. Bleib in meiner Nähe! Ich mach den Wichser persönlich kalt! Na gut, okay, mach mal. Ich werd's tun! Ich werde den Scheißkerl umbringen! Okay, mach mal. NCPD! Stehen bleiben! Lieutenant Vasquez, NCPD! Stehen bleiben! Du beschützt einen Mörder! Fallen lassen oder ich schieße! Oh. Warte! Nein, aufhören! Genug des Blutes! Sie sind hier, um dich zu töten! Sie können nichts dafür! Erschieß den Mann und das war's mit dem Deal! Vasquez! Schieß! Klar! Wir sollten uns alle gegenseitig abballen! Verdammte Scheiße! Wir können ihn nicht hier lassen! Die Mediengeier werden jeden Moment hier sein! Mhm. Scheiße, was macht ihr da? Hört auf! NCPD! Bleib, wo du bist und schaff den scheiß Laster aus dem Weg! Wir nehmen ihn mit! Was? Mit wem muss ich denn jetzt reden? Olga, wir haben hier ein Problem. Ihr wollt jemand möchte gerade unseren Stark hat. Ich brauche dich. Du hast doch den Verstand verloren. Noch ein Wort von dir und ich rufe das Studio an. Ich kann deine Karriere beenden. Eine Leiche. Niemand, wirklich niemand, wird dir ein Haar krümmen. Check's nochmal zur Sicherheit. Ich borge dich. Danke, Mann. Ich schulde dir was. Warte mal. Unseren Autos und lock dich aus. Das darf ich auf uns zurückhalten. Echt, dass ich da einsteige. Ich brauch dich. Chaos. Ich sagte, du sollst dich fallen lassen. Lass den Penner, wir müssen los. Hättest du auf mich hören sollen. Nein, er kommt mit uns. Er muss einfach. Wir können los. Die Jungs vom Revier kümmern sich um das Chaos. Moment. Wofür brauchst du mich? So dringend. Wie heißt du? Zuerst sagst du mir, was zum Henker hier abgeht. Ich kann's erklären, aber geh nicht weg. Ich brauch dich. Schon okay. Du musst es mir nicht sagen. Ich bin Joshua Stevenson. Und dein Partner? Wie war sein Name? Bill Jablonski. Klingelt da was? Ja, leider. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Moment mal, du bist wie? Ich habe von dir gehört. Kann ich von dir nicht gerade sagen. Wir können ihn auf keinen Fall mitnehmen. Er ist eine Bedrohung. Ich will ihm einen Job geben. Seit wann? Lehr mich Geduld. Endlich mal was, das nicht nach Langeweile stinkt. Mit ein bisschen Popcorn könnte ich den ganzen Tag zugucken. Sagst du mir auch, was du von mir willst? Tja, Rachel hat zur Abwechslung recht. Wir können nicht hierbleiben. Komm mit uns. Ich erzähl dir alles, was du wissen musst, unterwegs. Dann muss ich entschieden widersprechen. Na klar. Leider hast du hier nichts zu melden. Wieso hat ein Gefangener... Jetzt reicht's. Ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Aber wenn du nicht mitgehst, rede ich nie wieder mit dir. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck! Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Lothrock fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City.
und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, hast den Tod überlistet? Der Tod hat dich überlistet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Stella May! Aus dem Boden, Arschloch, weg, weg, weg! Raus aus meinem Haus, sofort! Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird, oder ruhmreich draufgeht?